Hey, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 3 Story Modus. Heute werden wir ein bisschen hier weiter Land freilegen, auf dem wir laufen können. Und nicht direkt in Flauschbuster verwandelt werden. Und wir hatten schon, dass wir ein neues Level hier erstmal freischalten. Und vielleicht sogar die Welt hier beenden. Wäre ziemlich cool, wenn wir hier vielleicht sogar zum Boss kommen. Gibt es überhaupt Bosse? Ich weiß es nicht ganz. Weil es gibt hier noch kein Boss-Kesselportal auf jeden Fall. Das ist jetzt wirklich noch ein bisschen verwirrt. Ah, da brauche ich 800 für. Habe ich mir noch nicht genügend. Ich muss noch ein Level wahrscheinlich machen für. Aber hier kann ich schon mal hoch und das Ding hier mitnehmen. Für eine weitere Schallplatte. Die Musik wird jetzt noch cooler. Habe ich nicht drauf geachtet letztes Mal. Muss ich mal drauf achten. Ah doch, ich merk's, oder? Ja. Oder gibt es allgemein coolere Musik und nicht nur neue Tracks? Also, andersrum. Oder gibt es nur neue Tracks? Schon wieder neues. Okay. Außer was auch schon mal ganz geil, dass es immer cooler wird. Ich würde sagen, wir gehen mal ins nächste Level rein. Haften, schießen, springen. Okay, klingt interessant. Es ist, ja, ich hab schon gedacht. Die Haftsprung-Ulti. Geil. Die hier konnte ich noch nicht wirklich testen. Ich bin gespannt, wie die funktioniert. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht wirklich vorstellen. Aber schaut euch das mal an, wie cool wir aussehen. Schau mal, ob er hoch springen kann vor allem. Kann ich denn immer so hoch springen? Ich weiß es nicht. Ich kann dran kleben, alles gut. Ich kann auch hoch springen. Sogar runterspringen. Oh, die muss ich ja so killen. Nice. Wait, ist das ein Secret oder so ein kleines Detail? Den Schall, den ich anhabe, der ist bei mir so ein... Wie von einem Oktopus. Ist der bei Inklingern wie ein Inkling? Das wäre cool, wenn die Ulti sich bei dem unterscheidet. Das wäre richtig geil. Man kann die in die Wand kleben und dann, davon schießen. Ganz gleich sehen. Oh, alles mitgenommen. Nein, kann ich nicht. Ich fall dann runter. Geil! Okay, ich denke erstmal keine Einführung, dann geht es richtig ab hier. Bam! Sehr schön. Und. Oh nein, das kann ich nicht. Jetzt aber. Bam! Geil. Ey, ich liebe die Ulti. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich die online einsetzen soll. Aber das ist schon mal ganz nice. Oh, ich bin gesprungen. Oh, muss man sogar hier. Das war verdammt knapp. Schaffe ich überhaupt so einen Sprung? Ja, ich hätte es geschafft. Hätte ich ein bisschen früher nur losgeschossen. Ach so, ich kann auch so, muss gar nicht springen. Okay, sehr gut. Alter, er geht hier richtig ab. Naja, wie mach ich es am besten jetzt? So. Und dann kann ich erstmal hochspringen. Wie weit komme ich denn so? Ah, hier kann ich schon mal hoch. Da kann ich rüber. Da kann ich auch rüber. Da wird es sogar ein Dings. Nehme ich auch mit. Da kann ich ja wieder zurück. Obwohl, da geht es ja auch noch hoch. Die Musik ist sehr krank. Sogar hochklettern. Geil. Allgemein, so Level mit Ultis sind immer die besten. Machen am meisten Spaß und so. Die Box muss ich so zerstören. Nur die ganzen kleinen kann ich anscheinend mit der Ulti-Bone hitten. So, dann muss ich nach oben, oder? Ja. Musik geht ab. Und. Schade, ich wollte die ganzen Fische mitnehmen. Ja, komm. Fische essen wichtig. Oh! Rettung in letzter Sekunde. Krass. Ein Sniper? So früh schon. Muss ich jetzt die Kamera wieder richtig ausrichten? Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ist sie ein bisschen weird manchmal. Ich kann nicht zu ihm hin. Doch, jetzt. Hab ihn. Gibt's da oben irgendwelche Items? Nein. Und ab zum Ziel. Und bam. Wie geil. Okay, das Ende fand ich cool mit zum Ziel hinziehen und so. Richtig cool. Auch geile Ulti. Coole Idee. Macht echt Spaß, damit rumzufliegen.
Fast schon ein bisschen wie Spider-Man auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Und dafür kriegen wir sehr viele Fischeier. 1200. Damit können wir diesen Weg hier freilegen. Und zack. Ein Anchovium. Geil. Damit können wir jetzt wahrscheinlich den nächsten Upgrade-Weg freischalten. 1, 3, 3, 3, 1. Okay, wichtig, Klecksbomber will ich mehr Tintenkapazität. Und danach spezieller Zeit. Ich glaube, ich hätte halt seine Mini-Rückkehr, glaube ich, ist ganz cool. Ah, muss ich. Ach, man hat mich verbinden. Ich brauche erstmal 3 anscheinend. Alles klar. Was ist denn hier? Ich bin ein fettes Ding. 1500. Da muss ich auch lang. Ah, stimmt, der hat ja was gefunden, glaube ich. Okay. Ist irgend so eine Röhre da auch? Interessant. Mal schauen, ob es überhaupt noch Bosse gibt. Sehr cool. Nochmal Fischeier. Da würde ich sagen, gehen wir mal das hier rein. Und zwar Türentour. Weißt du, machen wir kurz da oben das frei. Weil ich weiß nicht, ob hier noch mehr Level es hier gibt oder ob es hier das einzige ist noch. Und so fehlt. Ah, stimmt, da gab es ja auch noch was. Fischeier. Oh, sind wir da unten? Für 100. Ein Coupon. Die gibt es ja auch noch, stimmt. Ja, wo kann man die einlösen? Das habe ich in meinem Splatsville Erkundungspart gar nicht gesehen. 600 brauche ich da vorne. Oh. Da oben irgendwo. Warte mal, wo? Da oben? Oder wo? Ja, doch, er hat irgendwas gefunden gehabt, dachte ich. Naja, egal. Es sind eh meistens so Fischeier. Das ist jetzt nicht so wild, obwohl ich die auch brauche. Ich kann ja nicht ganz nach rechts schauen, schade. Oh, die Schriftrolle können wir jetzt machen. Also ich denke mal, es ist eine Schriftrolle, weil es war jetzt zwar immer eine Schriftrolle. Mal schauen. Dann da hoch. Und wieder zurück. Und für die Schriftrolle. Wie viele ist das? Die erste. Oh, zum Glück. Wenn man eine Muschel... Ach, schon mal die Augen an. Erstmal bevor ich es voll lese, schon mal die Augen von den Muscheln an. Wenn man Muschelmochi bestellt, bekommt man in den Kopolis und in Splatsville ganz verschiedene Sachen. In Kopolis Mochi sind um die Muscheln eingewickelt. Splatsville Mochi in der Muschel. Dann Sesam und scharfe Soße drauf. Danach leckt man sich alles in Tentakel. Okay, ja, rechts gibt es sogar Bilder. Und schau mal da. Man kann die Karte anschauen. Da kann man sehen, wo es auf der Welt ist. Kann man es irgendwie entziffern? Und vielleicht gibt es ganz viele andere Länder irgendwie. Da ist diese fette Brücke auf jeden Fall, in der die geredet haben von Direct auf jeden Fall. Cool, eine Karte von... Von Splats... Allgemein von der Welt halt. Und die Splatlands sind die rote, sind der rote Teil, oder? Oder ist es andersrum? Aber interessant auf jeden Fall. Aber ich weiß, ich kann keine Welt irgendwie erkennen, also wo das sein könnte auf der Welt. Schade. Okay. Ab jetzt 6 Level. Türentour. Ich stehe keinen Preis dran, wie viel es kostet. Vielleicht ist er gratis. Ja, ist gratis. Okay, gut. Oh Gott. Da ist ein Schlüssel oben. Aha. So komme ich hoch. Okay, nice. Sind wir hier? Das ist einer in. Ich gehe mal hier drin. Aber. Er ist sehr schnell tot. Was haben wir da vorne noch? Ein Sniper und da rechts. Auch ein. Nee, auch der Kommandanten. Kann ich runter für den Schlüssel? Okay. Ich soll immer den Schlüssel finden. Alles klar. Die Musik ist sehr wild auf jeden Fall. Und ich merke schon, die wird immer krasser, die Musik. Das heißt, es geht hier wirklich dabei, die Tracks besser zu machen und nicht nur die Tracks freizuschalten. Ja, meine Nase juckt, sorry. Weiter geht's. Oh, da wären Fischeier gewesen, aber wir werden es ja noch irgendwo einen Schlüssel finden. Wahrscheinlich hier. Oh! Die neue Ulti! Der Ramahai heißt er, glaube ich, oder so. Oder Hammerhai. Ich glaube, Ramahai. Das war da oben, der Mini. Schade. Aber nice.
Ah, da konnte auch gar nichts machen. So schnell waren wir schon bei ihm. Er muss hier unten lang, oder? Nein. Was haben wir da vorne noch? Nichts. Da ist nochmal ein Container und da auch nochmal ein Container. Ich brauche auf jeden Fall Schlüssel. Aber wo gibt es hier Schlüssel? Hm. Allgemein, wie komme ich da rechts lang? Oh. Ah, okay. Ah. Interessant. Muss immer nach oben kommen. Kann ich hier irgendwie? Nee. Aha. Da kann ich hoch. Und schaffe ich es noch? Ja, perfekt. Let's go nach oben. Was haben wir hier? Da links kann ich rüber für den Schuss wahrscheinlich. So machen wir das mal. Oh, guter Sprung brauche ich hier. Perfekt. Ja, da ist der Schlüssel. Und nochmal. Ups. Oh, war knapp. Alles klar, jetzt kann ich hier irgendwo lang, oder? Also schätze ich mal. Ach stimmt, jetzt kann ich ja hier auf diese Plattform drauf. Ja, genau. Sonst nirgends sowas. Ich hätte die Fische eher holen können, aber die hole ich mir irgendwann anders. Wenn ich wirklich noch Schlüssel finden sollte. Dort gibt es nochmal Fischeier. Hä? Als ob ich getroffen hat. Bam! Ah, Schlüssel, cool. Sonst gibt es hier nichts? Nein, alles klar. Dann haben wir jetzt noch einen Schlüssel, aber ich brauche aber jetzt gleich noch einen Schlüssel, um halt an das Dings ranzukommen. An die Fischeier. An die muss man ja irgendwie hinkommen, ohne da was zu machen. Also ohne halt Schlüssel zu opfern dafür. Ich mach's einfach mal. Ah ja, da komme ich weiter auf jeden Fall. Hier ist ein Checkpoint. Oh Gott, ist ja riskant, wie er daran steht. Ah ja, ich muss eh beides ausklappen. Also ich brauche echt noch einen Schlüssel. Aber woher ich den kriege, weiß ich nicht. Da kann ich runterfallen. War knapp. Also mal schauen. Hm. Ah, ich hab zwei! Lol, stimmt. Beim Sniper gab es hier noch einen Schlüssel. Ich dussel. Alles klar, jetzt können wir zum Ziel. Wirklich, ich bin mir lost unterwegs hier. Typisch Gianluca. Alles klar. Und ab ins Ziel. Immer wieder typisch, wirklich. Oh Mann. Aber okay, wir haben es geschafft. Und kriegt dafür 900 Fischeier. Alles klar. Ich weiß nicht, wie viele Levels hier noch gibt. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo ein Level. Ich habe keinen Bock, Fischeier zu farmen. Aber schon, vielleicht finden wir noch irgendwelche Kapseln, wo Fischeier drin sind. 600 dafür, okay. Ah, okay, eine Kapsel. Mit noch einem Fass. Und ein neuer Upgrade-Punkt. Okay, aber mal schauen. Gibt es noch irgendwo ein Level? Ich tu mal einen Aussichtspunkt suchen. War hier oben nicht mal einer? Ja. Um noch nur ein Level in Ausschau zu halten. Da vorne ist noch eins. Das dampft da noch schon vor sich hin. Da würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Und zwar nur am Rotieren. Oh Gott. Das klingt nicht gut. Okay. Aber wir können hier halt eine Rüstung nehmen. Okay, sogar empfohlen anscheinend. Aber los, gratis sogar. Interessant. Oh, die, ey, wirklich, sorry, aber die Kamera, ich glaube, die wird jedes Mal vom Level nochmal zurückgesetzt. Bevor, so wie ich sie, also nicht so wie ich sie haben möchte. Das ist irgendwie weird. Irgendwie allgemein die Kamera. Wenn ich sie zentriere, ist gar nicht so wie in den vorherigen Teilen. Wer warst du eigentlich? Mein Gott, was zur Hölle? Okay.
Ich weiß nicht, ob irgendwas beim Controller vielleicht falsch ist. Woher kann ich gar nicht sein. Ich habe ja vor kurzem eigentlich noch Yoko Expansion dazu gespielt. Also vorm Urlaub. 2 Wochen ist schon wieder her. Eine Trisuka. Okay. Nice. Da hat es sich gelohnt am Ende. Gut, dass ich noch aufgespart habe. Okay, was geht jetzt hier ab? Ich hab's auch schon getroffen irgendwie. Und zack und zack. Nice. Boah, die können sich die Boxen wegschmeißen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wo die sind. Auch wenn ich halt sehr cool getroffen habe. Und noch hier ganz viele, oder? Ja. Kannst du der Mini mir helfen vielleicht? Und noch du. Perfekt. So lange spaziere ich mal kurz ins Ziel. Nice. Ich hoffe, der Mini kam auch zurück. Ich lasse jetzt hier noch unendlich lang gegen diesen Gegner kämpft. Jetzt sollte bitte dieser großen Kugel da vorbeikommen, oder? Eigentlich schon. Und es müssen auch alle dabei gewesen sein. Gibt es hier irgendwie eine Liste? Sektor 6? Ah, plus. Nee, da. Das musst du drücken. Es gibt 6 Sektoren hier. Das ist ein Signal auch. Okay. Sektor 1. Ja, Kesselanzeige. Nein. Wie kann ich sehen, wie viel ich schon gemacht habe? Unerforscht. Ach, hier gibt es auch unerforschte Sachen. Oh, okay. Ah, schau mal. Wir haben hier links alles gesammelt. Da sind überall Haken. Mögliches Versteck. An grünen Bereichen gibt es auch Verstecke. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ich will natürlich alles erkunden. Oder habe sogar was vergessen. Ich hoffe mal, ich tue hier nichts. Na komm, ich tue erstmal hier das ganz große freilegen. Und ich weiß nicht, was dann passiert. Wenn ich jetzt dann irgendwie in den nächsten Distrikt geworfen werde. So wie letztes Mal hier einfach nach Alterna gebracht wurde. Ich kann, glaube ich, nicht mehr zurück. Das ist eigentlich voll krass. Mal schauen. Ein Upgrade-Punkt gibt es hierfür. Ich mal da nach oben auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da was. Ein Luftballon. Samini, schaffst du? Schade. Kann ich da irgendwie hoch an dem Ding? Nein. Okay, wo ist denn noch unerforscht alles hier? Hier gibt es ein mögliches Versteck noch. Also eins, wo ich noch finden kann. Oder wo Samini finden muss. Ja, super, Samini. Da muss ich es wirklich jetzt hier finden. Es ist hier wie halt so wieder am Boden versteckt. Ich weiß nicht, hier oben vielleicht. Mach was. Also es gibt hier anscheinend irgendwie ein mögliches Versteck noch. Im Container drinne irgendwie. Mal nachschauen. Ich höre auch so ein Piepen. Aber Samini hilft mir auch gerade nicht. Ah ne, möglichst versteckt er hier unten. Du kannst natürlich auch noch irgendwas geben. Hier vor allem. Ja, hier muss ja was sein. Ja, okay. Und zwar ein Kartenpäckchen. Nice. Und am Anfang vielleicht sogar noch. Okay, aber dann muss hier noch irgendwas in der Mitte sein wahrscheinlich. Mach mal hier. Ich bin jetzt mittendrin in dem Ding. Oder hier oben drauf irgendwie? Kann man da irgendwie drauf? Also, boah, wahrscheinlich schon, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Leute, da ist mir reingefallen. Interessant. Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was da sein soll oder so. Dann ab zum Großen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht genügend Fischeier, oder? Wie viel braucht man dafür? 600 nochmal. Naja. Ach, Mann. Ja, aber hier, da ist doch noch irgendwas. Da muss doch irgendwas sein. Oder ein Ballon vielleicht? Ja, ein Ballon wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine... Ich finde da irgendwie nichts. Ich weiß nicht, was da noch sein soll. Hier in diesem Bereich. Hä, was? Oh, Samini hat was gefunden. Jetzt mal findet er was. Wo? Da oben? Hier.
Wo? Da! Ich hab's! Oh mein Gott, das sind Fischeier. Gut. Ja, aber... Das war's auch. Ja, aber da war ich doch gerade eben noch. Oh, Samini, wirklich. Du musst es schneller finden. Sonst verfehle ich hier noch. Okay, aber erstmal hier irgendwie jetzt noch ein Level finden, mit dem ich Punkte fahren kann. Alles klar. Ich müsste es genügend haben. Nee, warte mal. Es tun mir ja 20, oder? Ich weiß ja nicht, wie viel der brauchst du dafür. Vielleicht 30 sogar. Nee, mir fehlen noch 20. Wait, gibt es das noch zum Archiv? Ja! Oh Gott. Der Fortschritt der Technik war unaufhaltsam, rapide und tödlich. Erstmal die Überschrift vielleicht. Wie die Menschheit unterging. Ach so. Oh, war das der gleiche Log immer noch? Ah, es hat sich erweitert. Okay. Wie sieht sich dann so, als die vernichtet war, das eins auf der Erdoberfläche existiert, das kennen wir schon. Zu den endlosen Scharmützeln der Menschen gesellte sich bald eine wachsende Zahl verheerender Naturkatastrophen. Vulkane, die Städte in Asche verwandelten. Das Meer, das wuchs und wuchs, um den Planeten zu verschlingen. Die Menschheit blickte der endgültigen Auslöschung entgegen. Und es dauerte nicht lange, bis Mutter Erde ein einziges Ödland war und kein Wesen mehr auf ihrer Oberfläche zu leben vermochte. Interessant. Ja, ich bin gerade auf der Jagd von dem Ballon und ich habe, glaube ich, gerade eine ganz gute Chance, ihn zu bekommen. Ja, perfekt. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Weil ich glaube, wenn er mir vor 20 gibt, 100 sogar, dann haben wir genügend. Alles klar. Boah, ich habe so viel mit dieser Suche da hinten mich beschäftigt. Ich glaube, dass ich schneide irgendwie zusammen da hinten. Damit ich jetzt hier noch lang kann. Ich bin gespannt. Let's go. Was gibt's hier? Nichts. Was? Nicht so schnell! Wen wollt ihr denn darstellen? Oh, da sind sie. Darstellen? Ha! Pull dir den Seetang aus den Ohren, dann sag ich dir, wer wir sind. Wir sind die Schatzjäger, die nie die keine runterkriegt. Gleich fließen die Moränen. Hier kommt Mori. Und ich setze die Spitzen der Nahrungskette an. Was? Nennt mich Marco. Rede nicht so schnell. Ei, reicher als reich. Dickster im Teich. Ei, hier kommt Antaro, der Mantastische. Splatsville ist unser Revier. Und klauen dürfen wir nur hier nur wir. Ei, ganz genau. Wir sind Surimi Syndicate. Okay, es ging mir ein bisschen zu schnell zum Vorlesen, sorry. Aber ich, wirklich, das ist doch die Dings-Szene aus der Direct, wo sie vorgestellt wurden. Krass, dass die in der Direct, dass die jetzt hier im Spiel drin ist. Die gefallen mir. Ja, schön für dich. Was genau wollt ihr gestalten jetzt von uns? Moment mal, Surimi Syndicate, sind das nicht die mit dem Anarchie-Splatcast? Ha, als Nebenjob. Doch in Wahrheit sind wir unbeugsame Outlaws, die Edelfische unter den Beutemachern. Ich will ja nicht unterbrechen. Schau dich mal um, Mori. Wir haben hier den Checkpoint geknackt. Bergeweise Schätze. All die Zeit unter dem Krater verborgen. Und wir müssen die nur noch einsacken. Ei, gut erkannt, Marco. Sag mal bitte schnell, ihr Clownfische. Wollt ihr uns vom Schätzeraffen abhalten? Das könnt ihr euch nämlich abschminken. Das Zeug stauben wir allein ab. Und dann sind wir steinbutterreich. Haha. Ob die Ansprache gerobbt war, ging ja richtig flott von der Hand. Wie sie lacht. Die haben ja keine Angst vor uns. Hey, habt ihr einen Mond auf den Ohren? Ei, also ich hatte fast Angst vor dir, Mori, falls sich das aufbaut. Pa, wen interessiert's, was die Seegurken denken? Wir haben Besseres zu tun. Der Schatz ist unser, kapiert? Und falls ihr uns in die Quere kommen wollt, na, ich wünsche euch Rumpf und Krätenbruch. Macht Beute, Leute, falls wir euch was übrig lassen. Oha. Ich muss gerne, dass ich so, die zu gemein zu uns sind. Alles klar, und was ist das hier? Jetzt kommen wir in die nächste Welt. Alles klar, das machen wir nächste Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao.